es so viele Damen und Mädchen auf einem Fleck. Kann das gut gehen? Das weiß ich nicht. Da sind wir ja der Zeit voraus. Schauen wir mal, wie es in 3 Stunden aussieht. Was ist das Besondere an so einer Damenwiesn? Also was geht besser ohne Männer? Männerfreie Zone ist doch herrlich. Ich war dieses Jahr noch gar nicht auf der Wiesn, weil ich keine Zeit hatte und bin gerade auf einer Promotion-Tour für einen Film, der nächsten Mittwoch in der ARD läuft. Und deshalb werde ich wahrscheinlich auch keine Zeit mehr haben, sodass das wahrscheinlich mein einziger Wiesnbesuch ist. Also wahrscheinlich eine ganz gute Abwechslung von den ganzen Presseterminen. Absolut. Geben Sie uns doch mal einen Einblick. Was sind so die Gesprächsthemen, wenn Frauen unter sich sind? Welchen Stirnli trägst du? Trinkst du Bier, Radlermaß? Was ist dein nächstes Projekt? Bist du glücklich? Dann wünschen wir Ihnen heute Abend eine ganz schöne Zeit mit den Frauen, gute Gesprächsthemen, und ich gebe ab auf die Empore. Danke, tschüss.